Also Weißengruber wurde gegründet vom Herrn Fritz Weißengruber 1965, als kleine Tischlerei natürlich. Mittlerweile sind wir 57 Mitarbeiter, machen hauptsächlich Möbel für den Möbelhandel im individuellen Bereich und natürlich auch Hotellerie. Der große Vorteil dieser Schnittstelle ist unter anderem, dass wir die Preise immer aktuell haben für die Nachkalkulation. Das heißt, vor allem in momentanen Zeiten, wo auch die Preise ein bisschen variieren, haben wir den großen Vorteil, dass wir mit Knopfdruck eigentlich alle Artikel, die wir von Frischers haben, die aktuellen Preise auch drinnen haben für die Kalkulation. Von KT&T haben wir im Einsatz das Konstruktionsmodul, das Visualisierungsmodul, die automatische CNC-Anbindung sowie das Tab Pro. Ein Möbelhändler kalkuliert aufgrund unserer Preisliste und plant ein Möbel, schickt uns den Auftrag rein und dann startet bei uns der Prozess mit KT&T, wo wir den Freigabeplan für den Kunden schon auf KT&T zeichnen. Von unserem Artikel stammen die Plattenmaterialien, die wir hinterlegt haben, werden automatisch verknüpft mit den Frischersmaterialien vom Onlineshop. Durch das, dass es automatisch verknüpft ist, ist es so, dass immer unsere Preise, wirklich unsere Einkaufspreise im System hinterlegt sind. Das ist dann mit unserem Artikelstamm auch in der Tab Pro, praktisch dem ERP-System von KT&T, eben synchronisiert und kann so auch automatisiert die Bestellung auch auslösen. Wenn die Bestellung dann bei Frischers angelangt ist, ist ja der Vorteil für Frischers, dass niemand mehr irgendwelche Daten eintragen muss. Es gibt keine Fehlbestellungen und bei Lagerware ist in kürzester Zeit die Ware bei uns dann an der Maschine. Der Auftrag ist fertig geplant, die Einzelteile sind übergeben, die Platten sind bei Frischers bestellt und wenn sie dann kommen, werden sie bei uns ins automatische Plattenlager eingelagert und aus der Stückliste, die generiert wurde im KT&T, werden dann an die Zuschnittoptimierung die Sachen übergeben und die Platten optimiert. Wir sind bis jetzt sehr zufrieden und da ist man dann mit der manuellen Nachpflege des Artikelstamms, ist es ein Riesenaufwand und mit der automatischen Schnittstelle habe ich, wenn ich es selber wünsche, automatisch auf Knopfdruck alle Preise aktualisiert.